zusammen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Kochen und Backen mit Marina. Heute koche ich eine Wundersuppe, anders gesagt eine Gemüsesuppe. Die ist kalorienarm und sehr, sehr gesund, sehr vitaminreich. Und dafür brauchen wir Tomaten, Hähnchenfilet, Brokkoli, Karotten, Lauch, Paprika, Zucchini, Salz, Pfeffer, Gemüsebrühe und Kürbis im Glas. Im Rezept stand ausdrücklich aus dem Glas Kürbis und Petersilie. Ich habe hier halt gefrorene Petersilie. Als erstes müssen wir Lauch in so Scheiben schneiden, in Ringe. Und ich habe ganz vergessen, noch Knoblauchzehe brauchen wir auch noch. Die muss man ganz, ganz klein würfeln. Die Püree-Ringe mit ganz klein geschnittene Knoblauch mit einem Esslöffel Öl anbraten. Da bei mir aber mein Mann kein Püree oder Zwiebel und Knoblauch nicht isst, ich tue das anbraten, damit das Öl ein bisschen den Geschmack davon annimmt und tue es rausfischen. Und solange Püree und Knoblauch anbraten, tut man Gemüse schneiden. Und zwar Hähnchenfilet habe ich in so Würfelchen geschnitten, Zucchini auch, Paprika auch und Karotten habe ich in so Ringe gelassen und Tomaten habe ich auch in Würfel geschnitten. Also schneiden könnt ihr so wie ihr wollt und Brokkoli habe ich in so kleine Röschen verteilt und Kürbis, da muss man den Saft abgießen und nur das Filet benutzen. Püree mit Knoblauch sind angebraten. Da rein kommt jetzt Brühe. Welche Brühe ihr nehmt, ist egal. Ich habe Gemüsebrühe genommen. 1,5 Liter. Brühe jetzt aufkochen und Hähnchenfleisch reingeben. Falls ihr kein gewürfelte Kürbis im Glas findet und normale Kürbis habt, dann müsst ihr den jetzt mit dem Fleisch reingeben, weil der kocht ein bisschen länger wie der Rest. Deswegen, falls ihr das nicht im Glas habt, sondern frische Kürbis mit dem Fleisch reingeben. Aber im Rezept war ausdrücklich geschrieben, dass man im Glas Kürbis nehmen soll, also mache ich das auch so. Jetzt Fleisch in die Brühe geben, in die kochende Brühe geben und circa 15 bis 20 Minuten köcheln. Und falls da so ein Schaum bildet oben, den wegmachen. Das Ganze sieht jetzt so aus, nachdem ihr Lauch und Knoblauch angedünstet habt und dann Fleisch geköchelt habt. Ich habe jetzt Fleisch 20 Minuten geköchelt. So sieht es aus. Ich habe noch da rein ein Lorbeerblatt reingetan, als mein Fleisch gekocht hat. Habe ich vergessen zu erwähnen. Also habe ich Lorbeerblatt mitgekocht. Jetzt kommt da rein das ganze Gemüse. Einfach alles rein. Reihenfolge spielt keine Rolle. Das Ganze umrühren und aufkochen lassen und 5 bis 10 Minuten köcheln. Und da
dann mit Salz und Pfeffer würzen. Und schon ist die Suppe fertig. Gemüse bleibt so bissfest, also nicht zerkocht. So, ich lasse das jetzt aufkochen und 5 bis 10 Minuten kochen lassen. Meine Wundersuppe ist fertig. So sieht das Ganze aus. Alles ist so gar und bissfest. Also nicht zerkocht. Alles behält seine Form. Auch die Zucchinis. Jetzt Lorbeerblatt herausfischen. Das Ganze salzen nach Geschmack. Vorsicht, weil die Brühe war ja auch schon gesalzen. Deswegen vorsichtig mit Salz. Pfeffer, bisschen. Petersilie. Das Ganze gut verrühren. Und man kann die Suppe servieren. Das sieht sehr viel aus, aber das sind grob 6 Portionen. Ich zeige euch jetzt noch, wie es aussieht im Teller. Ganz viel leckere Gemüse. Wer mehr Flüssigkeit haben möchte, kann noch mehr Brühe reintun. Aber laut Rezept war nur 1,5 Liter nötig. Und wir lieben es so dickflüssig. Fleisch ist gar. Alles ist weich. Kürbis. Eine leckere Gemüsesuppe ohne Kalorien. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich über Daumen hoch freuen. Wünsche allen schönen Tag noch. Bleibt alle gesund und bis zum nächsten Video. Tschüssli!